So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon's Prophet. Wir stehen hier immer noch an dem Drachen und hier ist ganz schön was los. Und es ist mitten in der Woche. Der war cool. Und ja, ich wundere nicht, ich werde hier gerade permanent zu Duellen und alles eingeladen. Es ist unfassbar. Aber ich will erstmal hier die Quest annehmen. Hier war doch was. Gelangweilt? Ich meine, ich glaube, es sollte gelangweilt heißen, aber es ist halt einfach gelangweilt. Ob du dich tun gelangweilt? Ja, ich tue mich gelangweilt. Alles da. Gibt's nichts Interessantes zu tun? Alle Eier gekrault? Was? Dann kommt so wie das Mondlicht. Alle Eier gekrault? Was? Wir haben eine Menge Minispiele in unserem Park. Okay, okay. Erfreut euch in einem Gewinn. Mondlichtmünzen, die könnt ihr gegen schöne Souvenirs eintauschen. Okay. Halleluja, ist der Text lang. Hey, ihr seid doch diese Osira-Legende Aratenia. Ne? Ja, könnte sein. Kannst du von mir gehört haben. Alles klar. Unser Direktor hat eine Schwäche für feurige Helden wie euch. Er hat gesagt, wenn ich auf berühmte Helden treffe, soll ich sie zum Midas Mondlicht einladen. Hier, euer Zutrittspass. Falls ihr Interesse habt, besucht unseren Park und vergnügt euch dort mit ein paar Minispielen, um etwas Stress abzubauen. Das kann ich jetzt gerade genau gebrauchen. Wir haben eine temporäre Basis in Artesia. Reitet einfach auf Wirbelmond. Er bringt euch direkt hin. Wenn ihr dort seid, gebt einfach Misty eure... Misty, alles klar, ja, Pokémon-Referenzen rein. Jetzt, wo Pokémon Go Hype ist, alles klar. Euren Pass und dann kann es schon losgehen. Wenn ihr wieder gehen möchtet, könnt ihr alle Mondlichtmünzen, die ihr aus den Spielen erbeutet habt, beim Mondlichttauschstand eintauschen. Toll, nicht wahr? Probiert es einfach aus. Okay. Okay. Okay, ich will jetzt mal noch den Rest hier machen. Alter, was hier alles rumrennt. Ich habe von euch gehört. Ihr seid eure Zehner. Ihr habt in Helmhoff geholfen, oder? Nachdem wir von den Ratten angegriffen wurden, haben wir Paion, kann den Namen mal nicht aussprechen, Paion statt verlassen und sind zum Paionhof geflohen. Arapor, mein Ehemann, okay, sehr toller Name, hat sein Bestes gegeben, um diesen Ort zu verteidigen. Ich glaube, dass jeder seinen Frust loswerden möchte. Aratenia, könnt ihr bitte nachsehen, ob Rato Font und Krogi Font Hilfe benötigen? Das ist sowieso, Leute, die Namen sind so lustig. Sie sind ebenfalls Anführer und planen sicher etwas, um uns allen zu helfen. Troublemaker. Requiem. Alter. Und noch der alte Grabhüter. Ich habe eine persönliche Bitte an euch. In der Stadt lebte ein alter Gentleman namens Grabhüter Garter. Hier. Er heißt, ich muss dir vorstellen, es kommt einer zu dir und sagt, ja, ich heiße Grabhüter Garter. Und die denken sich so, was? Ist das nicht eher ein Beruf oder ein Titel? Nein, das ist mein Name. Oh Gott. Früher war er ein Handwerker. Zur damaligen Zeit stellte keiner Särge oder Grabsteine her. Jedes Mal, wenn jemand gestorben ist, hat er seine kostenlos hergestellt. Okay. Okay. Er macht die Grabsteine. Soll ich gleich meinen eigenen abholen? Leider fand man später seine Leiche in den Ruinen in der Nähe des Hofs. Keiner weiß, warum er dorthin ging oder wie er starb. Wir wollten ihm aus Dank eine würdige Bestattung geben, also haben wir seinen Körper zur Hütte am Friedhof getragen. Bevor wir noch mit den Vorbereitungen beginnen konnten, kamen die Ratten. Kurz gesagt, möchte ich, dass ihr nachseht, ob die Leiche von Grabhüter Kater noch immer in der Hütte liegt. Begrabt ihn bitte für uns, wenn es keine Umstände... Es macht Umstände. Wie wäre es für euch? Dankbar, ja, ne? Toll. Nein, ich lasse meine Verteidigung nicht down, aber könntet ihr mir ordentliche Aufgaben geben? Nicht immer so ein Schnickschnack und so ein Zeug. Tante Sementa. Alter Sementa. Hallo, seid ihr eure Senior? Eine Frau wie ich kann sich nicht allein um diese Gruppe von Menschen kümmern. Bitte kommt und helft mir, wenn ihr Zeit habt. Ich habe Zeit. Die nächsten sind ihr kalt und feucht. Da so viele Menschen auf einmal zur Farm kommen, dann gibt es nicht genug Decken und Kleidung. Aber ich kann sie nicht verhungern und erfrieren lassen. Es gibt viele Kapok-Schafe auf dem Friedhof nahe Paar und Stadt.
Wenn ich die Kapokwolle hätte, die man an den Tieren findet, könnte genug Decken und wattierte Jacken für alle machen. Helft Tantchen aus. Holt ein etwas Kapokwolle für mich. Okay. Du hast auch noch mehr. Für die Kinder, immer doch. Tantchen hat eine Bitte für an euch. Niemand hat es im Moment leicht, vor allem nicht die kleinen Kinder. Sie haben so viel Angst, dass sie jede Nacht weinen. Tantchen hält das nicht mehr aus. Ich kenne ein geheimes Rezept, mit dem ich die Kinder beruhigen kann. Doch dafür brauche ich die Duftmagensteine aus den Mägen des Sonnenschnabel Östriaks. Würdet ihr für mich in die besten Parsingwälder gehen, ein paar Sonnenschnabel Östriaks jagen und mir die Duftmagensteine bringen? Oh. Ach. Alter, die Viecher, wenn die Duftmagensteine haben, wenn die rülpsen, das muss ja riechen wie Blümchen. Wie so Blümchenduft oder wie so Rosenaroma oder so. Müsst ihr euch mal vorstellen, wenn du hast so einen Magenstein, und wenn du jedes Mal rülpsen musst oder den Mund aufmachst, ach, dann duftet's. Das wäre die Alternative zu jedem Mundwasser, ey. So ein Steinchen, ne? Eine Tante Zement da. Was solche, was? Ihr seid stark, auskommt und helft dem Tantchen. Die Was? Oh, ich kann nicht lesen. Der Friedhof liegt nördlich der Westpersingenwälder. Ach, nicht schon wieder. Seit einiger Zeit graben Aquuria Grabräuber die Leichen unserer Ahnen aus, was die Plündererkäfer aufscheucht, die ursprünglich dort hausten. Diese Käfer betragen Krankheit und Zeichen, weshalb ist sehr besorgt sind. Wir suchen jemanden, der diese Insektenplage beseitigt. Ihr seid der Aufgabe bestimmt gewachsen. Ja, aber natürlich. Füttert das Volk. Ja, warum nicht, ne? Wir sind die Mutter für alles. Der Bürgermeister sagte, dass ihr Osira seid. Ihr könnt uns helfen. Wir brauchen gerade Nachschub an Fleisch südlich des Kreiktals in dem Einsiedler was Koraiden lebt. Gibt es jede Menge Nebelschweine, aber Korallen? Ach, ich kann es nicht aussprechen. Ist irgendwie unheimlich. Also traut sich doch keiner von uns mehr hin. Und das, wo mein Nachschub gerade zur Neige geht. Bitte helft uns und fangt ein paar Nebelschweine. Okay. Eine war es, glaube ich, noch. Delikatessen, die kann man essen, ne? Ach genau, Tantchen ist eben das eingefallen. Der Bürgermeister hat gesagt, er geht nach Paeonstadt, um für uns die Rattenbiester zu bekämpfen. Wenn er dort ohnehin auf Jagd geht, könnt ihr vielleicht nachsehen, ob sich unter den Dingen, die die Apuria-Sucher oder Apuria-Plünderer, also Apus, bei sich haben. Vielleicht Gewürze finden. Die fehlen uns nämlich und ratet mal, wer sie gestohlen hat. Tantchen belohnt euch auch. Okay, okay. Okay, es müssen jetzt alle sein hier. Haben wir jetzt hier noch irgendwas? Hier um die Ecke scheint noch. Ah, nee, im Haus. Oh Gott, alter Tom. Jungspund. Ah, ihr. Könnt ihr einem alten Mann helfen? Früher war ich ein Zimmermann. Und ich hatte einen sehr guten Freund, der ebenfalls Handwerker war. Der aber leider bei einem Unfall starb. Und drüber gefahren oder was? Einst hat er mir eine handgeschnitzte Statue gemacht, die mir kürzlich von einer großen und fetten Ratte gestohlen wurde. Die haben ein Rattenproblem hier, ey. Wo ist der Kammerjäger? Holt sie mir bitte zurück. Es ist die einzigste Erinnerung, die ich an meinen Freund habe. Und ich trage es nicht, dass sie von diesem Biest dann zernagt wurde. Na gut, na gut. Oh, in the light of the great dragons. Rattofond. Ach, ihr. Ach. Rattofond? Gibt's Fondue? Mir schmerzt mein Herz, wenn ich daran denke, was die Apuria-Grabräuber mit den Leichen unserer Vorfahren tun. Wir sind zu schwach. Auch wenn wir das Problem aus eigener Kraft lösen möchten, solltet ihr uns helfen, nachdem Mr. Paeon darum gebeten hat. Die Apuria-Angreifer, Apuria-Grabräuber-Ratten und Apuria-Grabräuber sind dafür verantwortlich. Bitte rettet mindestens 10 von ihnen und äschert 5 Leichen unserer Vorfahren ein. Wir zählen auf euch. Aber natürlich!
Ja, ich falle nie. Nur manchmal falle ich hin. Aber nur auf mein Popo. Auf mein Popo-Katapital. Ja, könnt ihr mal bitte aufhören, eure Drachen zu pfeifen, ey. Oh, ist der cute. Naja, irgendwie nicht. Wenn ich ihn mir so näher betrachte, irgendwie nicht. So, wir gehen jetzt Ratten kloppen. Irgendwie haben die hier nämlich Rattenprobleme. Wir dürfen jetzt so freundlich sein und. Ich will das auch können. Wie geht das? Wie kann man seinen Drachen bitte da lassen? Wie geht denn das? Kann mein Drachen rufen? So, und jetzt? Kann der Drache bleiben? So funktioniert das also. Bürgerleiche. Das schmüffelt nur dezent. Natürlich. Die verbrennen einfach so. Das sind Vampire. Da halte ich ein bisschen Licht dran. Da verbrennen die. Ganz einfach. Da ist so eine Drecksratte. Los, Sternschnuppe. Attacke. Ist denn noch eine? Es müssen fünf sein. Wieso liegen die nur vier? Was? Bitte was? Da liegt, glaube ich, noch was. Ah, ich habe rausgefunden, wie ich Sternschnuppe behalten kann. Yay! So, jetzt ist er auf fünf. Okay, haben wir gemacht. Den müssen wir auch töten. Böser Käfer, du. Böser, böse Käfer, du. Leute? Hallo? Ich drücke F. Ich drücke doch F. Okay. Attacke mit vollem Karacho. Nö, warum nicht? Ich kloppe, was das Zeug hält. Um diese Stinkkäfer zu töten. Physische Abwehr ist immer gut. Leichte Rüstung. Nee, brauche ich nicht. Geh weg. Ich muss immer aufpassen, dass es meinen kleinen Sternschnüppchen immer gut geht hier. Ah nein, Sternschnüppchen! Nein! Pfoten weg! Mein Sternschnüppchen! Drecksratten, ey. Drecksratten. Da ist noch so eine Drecksratten-Company. Ey, ne? Ich hasse euch. Hasse euch. Leute, das spielt jetzt ein Adventure-Kapitalist. Das ist die Nachricht des Abends. Spielt jemand Adventure-Kapitalist? Ich finde die Taste nicht. Bin ich dumm? Ja, ich bin dumm. Au. Nö, brauche ich nicht. Okay, den haben wir gerade durchsucht und der hat. Ja, das ist cool. Drachenausrüstung. Ja, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. So, noch mehr Ratten kloppen, ne? Und Käfer. Käfer müssen wir auch kloppen. Ob ein kleines Sternschnüppchen jetzt auch levelt? Wenn ein Sternschnüppchen mitkloppt? Wäre mal schön zu wissen, ne? Ist aber doof, dass es keine offizielle Anzeige für die Quests gibt, dass die angezeigt werden, dass man schon so viel davon hat und dass du immer rechts gucken musst. Das ist ein bisschen bekloppt gemacht. Gut, es ist von 2013, obwohl ich kenne eins, das ist von 2009 oder so. Weil das hat saß. Das ist immer ein bisschen. Das macht nichts, macht nichts. Vielleicht kommt das ja noch irgendwann. Vielleicht hat man das nur vergessen. So, die haben wir fertig. Das ist eine Ratte, eine Grabräuberratte. Die sollen wir auch kloppen. Glaube ich zumindest. Der hat einen zweiköpfigen Drachen. Das finde ich so unfair. Ich auch einen zweiköpfigen Drachen haben. Ist ja wohl nicht euer Ernst. Und zwar sperren wir die Quest. Ach, die müssen wir ja auch noch. Ach ja, da war ja noch was. Ist, glaube ich, nur eine Leiche. Hier liegt was rum, was Gelbes. Kann die aber nicht tragen. Und es ist auch nicht gelb. Ich glaube, der stinkt einfach nur. Nein, geh weg. Keiner mag dich.
der Minimap wurde mir doch gerade hier ein Punkt angezeigt, Mensch. Und jetzt wird er mir irgendwie nicht mehr angezeigt. Oder ist es die Ratte hier? Irgendwie nicht. Okay, nehmen wir das Amulett halt mit. Da sind noch zwei. Auf mit Gebrüll da, ey. Rauf da! Ich hasse euch dezent. Wo müsst ihr sterben? Denn ich kann euch nicht ausstehen. Hab ich gerade Level up? Oh, gerade Level up gemacht. Wir sind gut. So, wir haben jetzt, glaube ich, hier alles, ne? Nein, so wollte ich das nicht. So wollte ich das. Können wir jetzt. Kann ich jetzt wieder auf einem Drache reiten? Oder ist das irgendwie. Boah, ich bin dumm. Ich finde gerade die Tasten nicht. Kann ich auf dem Drachen jetzt nicht mehr reiten, wenn ich den so beschworen habe? Okay, dann nicht. Dann, du bist doch dahin. Drache weggeschickt, Zeit ist abgelaufen. Was? Bitte was? Was? Ich bin confused. Okay. Muss ich jetzt gerade nicht verstehen, oder? Da vorne ist noch ein Punkt gewesen. Da ist es. Der mit dem Magenstein. Du bist auch so ein Dodo-Vogel in XXL. Alter, das ist doch einfach nur so eine Urzeit-Imitation. So eine Urzeit. Habt ihr gesehen? Die waren bunt. Diese Magensteine sind bunt. Muss ich den suchen? Nee, das ist ein Boss. Ich sollte verschwinden. Das ist dezent ein Boss. Gegen den will ich nicht kämpfen. Alt, F1. Hallo? Wieso beschwöre ich den jetzt nur noch so als Begleiter? Das ist irgendwie. Weiß nicht. Kann das mit dem neuen Patch? Habe ich was verpasst? So, noch mehr Magensteine in bunt, in allen Farben. Ach du Kacke, was ist denn hier los? Und so ein bisschen wie viele, viele bunte Smarties. So. Viele, viele bunte Smarties. Komm ich nicht weg. Was hat denn der alles für Drachen, meine Güte? Ist irgendwie noch da hoch, habe ich das Gefühl. Oder hier hinter das ins Haus? Ist hier jemand? Hallo? Klopf, klopf. Ja, hier ist jemand. Ach, das ist. Oh Gott, das ist ein Zombie geworden. Hallo, ich bin Windel. Was? Ich nenne jetzt mal Ellie. Das klingt aus wie Windel. Ich bin Ellie, die Windreisende. Eigentlich wollte ich hier eine kurze Pause machen, doch dann habe ich aus dieser Hütte Schreie gehört. Als ich hier hereinkam, sah ich diese Apuria-Ratte und Kater hier. Ein wirklich seltsamer Anblick. Ein lebender Leichnam, der mich zum Tee einlädt wollte und eine Ratte in trauter Eintracht. Was ist hier schiefgelaufen? Kater ist allerdings ziemlich schreckhaft. Ich will den mal erschrecken, ey. Kater ist allerdings ziemlich schreckhaft. Wer weiß, was er schon alles erlebt hat und wie er starb. Würdet ihr mir etwas Mondscheingras und Ostriak. Ach nee. Ostriak Federöl von dem Mondscheinschnabel Ostriaks in der Nähe bringen? Nein! Was ist das? Das ist irgendein Skill von irgendjemandem. Alter Schwede. Möchtet ihr etwas Tee? Ich muss nur eben in die Küche gehen. Bitte setzt euch doch.
Oh nein, bitte lasst euch von meinem Aussehen nicht abschrecken. Ich wurde von den Toten wiedererweckt. Moment, nein, das ist auch abschreckend. Nochmal von vorn. Ich bin Grabhüter Carter. Ich war eine ganze Weile lang tot. Doch wurde wieder zum Leben erweckt. Naja, Leben ist eigentlich ein ausgesprochen beschönendes Wort. Wie auch immer. Würdet ihr einen unfreiwilligen Untoten einen Wunsch erfüllen? Ich war einst in der Stadt als Handwerker beschäftigt. Und zwar als ausgesprochen guter Handwerker. Also belohnte man mich oft mit kleinen Geschenken. Als ich starb, verlor ich die Kiste, die diese Geschenke enthielt. Würdet ihr sie mir zurückbringen? Aber natürlich! Was ist hier die ganze Zeit dieses Geräusch? Ey, ich krieg hier gleich eine Macke. Wieder Käfer kloppen. Juhu. Oder? Nein, ist das. Ach, das ist Gras hier. Dabei. Mondscheingras. Haben wir jetzt gesammelt? Scheinbar. Ist alles voll damit. Das könnte schnell gehen. Brauche ja nur 6 Stück. Ah. Easy. Going.